Willkommen zurück, Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heute aus Sicht von Squamato, weil ich mich in Tannheim befinde. Wer es nicht kennt, googelt's. Heutiger Deck Pro Amanekun hat eine neue Version seines Blütenprinzessinnen-Decks gebaut. Und das ist schon mal ein schöner Anfang. Ja, erstmal Karten ziehen. Dann setzen wir die Rosenfreundin und setzen das. Mir ist zwar rätselhaft, wie man Lover mit Freundin übersetzen kann. Aber okay. Beziehungsweise wird für alle jene nicht okay sein, die sich in der Friendzone befinden, aber zu denen gehöre ich nicht, also von daher. Oh. Ja, Moment. So, gerade mal Musik und Sound an. Galaxiezyklon. Wenn du die Karte jetzt aktivieren kannst, wird sie nicht mehr zerstört. Natürlich kann ich auch davor Titania weggeschmissen. Ich wusste nicht, was da liegt. Wird trotzdem Hä? zerstört. Wird auch zerstört? Egal, aber sowieso wurscht. Ja Klar, klar, man das ist. wählt. Oh, scheiße. Ja klar, man wählt eine gesetzte Karte. Natürlich geht die dann trotzdem kaputt, weil als man sie gewählt hat, war sie ja gesetzt. Ja, aber bei vielen Effekten klappt das halt nicht. Lol. Was ich sagen wollte, was jetzt geil wäre, wenn es jetzt Cherubim gewesen wäre. Das wird jetzt wehtun. Das ist nicht das, was mir Sorgen macht. Sorgen mache ich, dass das ein musikalisches Deck ist und wir jetzt keinen AOE-Schaden auf der Hand haben. Ja, so ungefähr. Also, das gehört bei das alles Ding, das AOE-Schaden macht. Nix. Das ist das nächste, was mir Sorgen bereitet. Ein Raigeki? Oi. Ja, der ist nicht verboten. Warte mal. XTC aber drin, oder? Wieso klingelt mein Handy so auf lautlos hält? Das funktioniert. Oh, das war gar nicht mein Handy. Handy war's dann. Keine Ahnung. Egal. So, das eine Dandelion weg. Ich weiß nicht, was du auf der Hand hast, entsprechend, was du vorhast. Ja, ich weiß aber, was ich vorhab. Handeln ist ja gut. Ah, das hast du vor. Stimmt, das funktioniert wirklich. Geht schon um Cherubim, oder? Ich wollte eigentlich was Aggressiveres machen. Ja, aber im Kampf können wir die sowieso nicht kaputt machen. Ja, Und ich für weiß. 700. Mein Plan war jetzt echt, die beiden anderen kaputt zu machen. Oder? Wie? Nein, und ich Ach kann gar nee. nichts im Kampf zerstört werden. Und als Ziel für Karteneffekte gewählt werden, geht auch. Solange du nicht einen Exi holen kannst, wäre Cherubim jetzt das sicherste Play. Ich hatte vor, Tachyon zu holen, weil der kann den einen kaputt machen. Stimmt, der legt ja alle Effekte lahm. Stimmt, dann macht Tachyon Drache. Was kann ich hier Rubin nochmal, wenn die auf dem Friedhof? Oder die muss durch Kampf zerstört werden, damit die ihren Effekt triggert, ne? Ja. Ich glaube, du musst nur irgendwie auf den Friedhof gelegt werden. Ich hole sie jetzt einfach trotzdem. Die Karte des Gegners. So war's. Ja klar, mit Tachyon-Drache wird man damit fertig. Wollen dann natürlich trotzdem zuerst Aria zerlegen, ist ja klar. Zwar die Zumal mittlere. der Enor mal der Enor ist haben wird. Ja klar, die rechte wurde ja mal angesprochen, weil das ist wurscht. Der ist ein Beil auf der Hand. Ne, sieht nicht so aus. Ne, Quatsch, ging eh in der Phase. Er wäre wenigstens ein Weiler gewesen wäre. Und es kann kommen. Ah, Scheiße! Wenn das nicht nur 1000 Punkte gehabt hätte. Sind die Effekte eigentlich dauerhaft annulliert oder nur?
Ja, also der Effekt von Aria ist jetzt kaputt. Endgültig. Gut, unsere Lebenspunkte sind sie auch, aber davon mal abgesehen. Aber war doch eigentlich klar, dass der auch Mist hat. Ja. Es nervt mich, dass ich da so all-in gehen musste, nur für eine einzige Karte. Ja, weil ja kein Raigeki drin ist. Ja. Ja gut, aber andererseits, den hätte ich nicht gezogen. Also ich wäre ja erst reingerannt. Dafür hätte man mitdenken müssen. Wäre zwar nicht Kill gewesen, aber es wäre auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden gewesen. Und Zahlen wären es 1300 Punkte mehr gewesen. Und dann wären wir knapp aus der Cowboy-Range gewesen. Das ist so OP, du spielst einfach das Solo und GG. Mhm. Ja, wenn der Gegner keinen AOE hat, brauchst du dann auch nicht mal die andere, Sonata, wie die heißt. Nee, nicht Sonata, Sonata war die hier. Elegie, oder? Nee, mach du wieder eine andere. Wie ist die große? Also die Fünfer. Ich weiß es nicht. Egal, was hast du noch? Behand meine ich. Gibt zwei Möglichkeiten. Ah ne, das hier müsste ich machen können. Denk mal, verdeckt die Karte liegen, die den Zug versauen wird. Ja, du bist witzig. So blöd, dass Bogenschütze nur auf Fallenkarten aktiviert werden kann. Ach, kein Zwangsjäger bisher. Ich bin beeindruckt. So nebenbei fällt mir gerade auf, dass der Pfeil der Rosenbogenschütze unglaublich musch aussieht. Und das ist die zweite. Hä? Ich hätte Titaniel. Ich hätte Titaniel holen sollen. Nee, Tiroin war jetzt das Safe Play. Wieso spielt der darauf Deep Prison? Ich meine, wenn du Titaniel geholt hättest, wäre jetzt ja auch die. Die auch weg gewesen. Muss ja was opfern, um den Effekt zu nutzen. Nein, ich hätte ja die irgendwie wegbekommt. Ich hätte ja Melia geopfert. Ja, hätte aber trotzdem das Ergebnis, dass Melia weg gewesen wäre. Ja. Ich meine, wenn der Titanel dann irgendwie wegbekommen hätte, dann wäre es G gewesen. Wenn er die jetzt irgendwie wegbekommt, dann haben wir vielleicht das nächste Viech da liegen. Und die Frage ist wiederum, wie viel Zeit du wir uns gegen musikalisch lassen. Zweimal Aria ist schon raus, das ist schon mal was. Das hat man hier übrigens von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hat man vielleicht die Hälfte verstanden. Ja. Man versteht gar nichts mehr. Sorry, Hotel WLAN. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt jetzt. Aber ich verstehe nicht blendend. Lol. Schuberta, die ist neu. Und der Name ist ein schlechter Witz. Die kann sich um 600 buffen. Das ist gerade genug, leider. Das ist nicht Quatsch, Käse. Es reicht halt, um Cherubim kaputt zu machen, ja. Aber mehr halt auch. Ich mache aufs nächste Viech. Nächster Haken, wir müssen jetzt auf Sakura gehen. Also, die
spielen. Weil nur die nur auch nur eine Chance hat, auf Übertakt zu kommen. Nee, ich versuche mal mit der hier. Risky, aber wenn wir jetzt die Pflanze ziehen, klappt das. Eine Pflanze mit mehr als 800 Attacken nebenbei bemerkt. Na? Nee, war es nicht. Was war's dann? Gerümpel vorwärts. Wieso ist der hier nochmal drin? Gut, ich kann den Special Wert wahrscheinlich, um auf Melia zu gehen, der Monster. Das war gerade gefällt, ich hätte erst reinrennen müssen, bevor ich das setze. Also deine finstere Spiegelkraft liegt? Nein. Aber grundsätzlich ist es besser, erstmal abzuwarten. Okay, die gute Nachricht ist, den Zug überleben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die schlechte Nachricht ist, was dann? Gut, zwei Sachen, die ich jetzt nicht verstehe. Erstens, warum fusionst du? Und zweitens, warum war deine Karte aus dem eigenen Friedhof verbannt? Keine Ahnung. Ich sehe jetzt nicht ganz den Punkt, an dem er was von seinen verbannten Karten hat. Er muss eigentlich in Marinia reinlaufen. Ja. Ja, klar. Ich weiß nur leider nicht, was ich jetzt gerade millen will. Nein, Spur ist nicht im Deck. Haben wir letztes Mal nicht gesagt, dass die rein sollte? Ja, haben wir. Aber falls drei Edi gefehlt hat, haben wir sich. Ich hab das alte Deck gerade nicht mehr im Kopf. Können das auf Zen Mines gehen? Müssen wir wohl. Was haben wir sonst noch? Melee, aber die kommt nicht auf genug Attack. Also ich meine, die Kirschblüten kommt dann nicht auf genug Attack. Kommt doch exakt 3000, oder? Moment. Ja. Für jedes Monster von die Pflanze, ja, das heißt, sie würde gleich ziehen. Mhm. Frage ist, müssen wir das machen? Gegen die Backrow? Oder ist es sicherer, einfach Zen-Mines, die Zen-Mines zu rufen? Da wären Zen-Mines solider. Das Gute ist, die Dingens hier, musikalischen Viecher sind zwar gut im Einstecken, aber raushauen können die jetzt nicht so viel. Ja. Das heißt, wir haben die Chance, uns ein bisschen aufzubauen. Was kam? Marinia. Aber wenn ich die jetzt rufe, dann bringt mir das gar nicht. Deswegen lasse ich es mal gekonnt. Ja, lass mal noch.
Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Warum nicht? Ich meine, ich könnte da jetzt natürlich für 1500 Lebenspunkte reinrennen, aber ich habe irgendwie Angst, dabei in der Deep Prison reinzulaufen. Das ist mir viel zu gefährlich. Ja. Mehr noch ist er dran. Okay, das erklärt zumindest im Ansatz, warum er mit Fusionstor spielt. Das erklärt nicht, warum er die eigene Karte verbannt hat, als das Ding noch nicht lag. Sind gelegen hätte der für unsere Karte genauso viel Lebenspunkte gekriegt. Was kam? Zauberschläger. Noch ein Zug und ich kann damit auf Melie gehen. Wenn noch ein Dreier kommt, kann ich auf Melie gehen, dann stirbt wieder der Bär. Ja, weil ein Zauber ist ja noch im Friedhof. Und das Schild ist das wieder verboten ist. Dürfte der jetzt nicht so viel haben, die sind meins loszugucken. Nicht gut. GG. Nein, tatsächlich. Ja, GG. Das war GG. Ach Junge, jetzt komm schon, stell dich nicht so an. Ulk, Kastel und das war's. Wie zum Geier hat er... Achso, nee, hat er doch nur normal beschworen. Das hat jetzt sein müssen, oder? Vor allem damit gewinnt er noch nicht mal. Eben. Ja, er hätte ja noch die 2-4er. Ah ja, stimmt. Blütendiva. Alter, die Namen werden nicht besser. Was? Der Gag ist vor allem, damit kriegt er nur 2 Zerstörungen hin. Eben. What the fuck? Ja, materialabhängig, bitte. Nein, er kriegt 3 Zerstörungen hin. Oder? Nee, Quatsch. Der hat ja nicht genug Attack. Das ist nur die Effektzerstörung, nicht die Kampfzerstörung. Und wir kriegen davon 500 Schaden. Weil im Kampf. Ist der dämlich. Lol? Ja. Mische ein. Ach so. Er hat doch Hemd. Moment, das ist aber nicht genug Attack. Jetzt ergibt es noch weniger Sinn, dass er unsere Viecher verbannt hat. Also das Replay speichere ich mir mal, aber what? Und dadurch, dass ich Dandelion Verteidigungsmodus geholt habe, kann ich erstmal hier chillen. Richtig. Der hätte einfach nur Kastel rufen müssen, das wäre es gewesen. Gut, er hat jetzt genug Attacke, dritte Zerstörung, aber trotzdem, der Zug war Käse von vorne bis hinten. Vor allem, weil wir jetzt, weil wir die beiden Spielmarken in unserem Zug dann opfern können. Und er nicht genug Attack hat, um die abzufangen. Und im Gegensatz zu Aria und Elegi, ist Ragnar Null kein musikalisches Monster und kann sehr wohl im Kampf zerstört werden. Ach, er greift gar nicht erst an. Okay, so geht's auch. Schade. Aber du hast noch Stufe 3, hast du gesagt, oder? Wenn du Melee im Verteidigungsmodus holst.
Lass mich doch erstmal denken. Sorry, ich will halt auch denken. Also wir kommen an seiner Ragnar Null vorbei, das ist gar keine Frage. Ich glaube, das wird das längste Duell seit langem. Was hast du eben gezogen eigentlich? Ich mach das erstmal. So. Ich versuche jetzt nur gerade mitzudenken. Also. Wir gucken mal, dass wir diesen Zug möglichst viel rauskriegen. Erstmal wird das gespecialt. Ja gut, die 500 Punkte. Die machen die Kohle jetzt nicht fett. Problem ist nur, solange, dass wir absolut eine Möglichkeit haben, an Aria plus Sonata vorbeizukommen. Nicht mehr ohne den Tarion-Drache. Das ist in der Tat ein Problem. Oder ich gehe noch kurz alle Karten durch, wir haben. Nee, auch nicht. Nee. Tarion-Drache war die einzige. Ja, oder? Dingens, Lancelot, der kann immer direkt angreifen. Also Schaden können wir denen halt noch machen, indem wir einfach drüber rennen. Aber wir werden absolut keine Möglichkeit haben. Wieso Verteidigungsmodus? Weil ich das nicht wählen kann. Wie wäre es damit? Achso, bei dem Effekt warst du gerade. Sorry. Warte mal. De facto kann er jetzt... Priesterlicher Sonnendrachen-Overlord. Targetet der. Ja. Sicher. Willst du es drauf ankommen lassen? Ich bin gerade kurz davor, ja? Ach komm, probier's, YOLO. Na, reinrennen kann ich ja erstmal vorher, das ist ja safe. Dabei kann ja nichts schief gehen. Was halt schief? Ah, nee, Quatsch. Das funktioniert auf jeden Fall nicht, weil Overlord zerstört. Und das funktioniert dank Elegie nicht. Also selbst wenn er nicht targetet, würde das nicht klappen. Okay. Ja, aber ich lasse es jetzt erstmal so liegen, ne? Dann schenken wir es uns. Dann bleiben wir einfach so liegen. Weil der kann jetzt überhaupt nicht mehr angreifen, ansonsten triggert er den Effekt wieder. Gut, stehen wir da. Natürlich hat er jetzt natürlich noch eine Ornis und wird uns damit umlegen. Aber das ist, guck, gerade eben aus nichts gekommen, der das hier, ne? Weil der unbedingt BM musste. Man hat gerade nichts verstanden. Ich sagte, nur weil er BMen musste, hätte er einfach Kastel geholt, hätte er... Ja, Durchschlagschaden. Dann haben wir keinen. Nee. Wir haben keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Mehr Karten. Im Deck. Nee, Tarion-Drache. Und wir haben auch keine Möglichkeit, den Tarion-Drache wieder ins Deck... Wo ist er denn? Ach, da ist er. Wir haben auch keine Möglichkeit, den Tarion... Nee, könnten wir den Tarion-Drache wieder ins Deck zurückbekommen, wäre das noch eine Sache. Also, wir drehen erstmal das Ding hier in Attack. Wir könnten warten, dass er übermütig wird und ihm dann die Combo zerschießen, wenn wir was Head-Combo zu zerschießen. Also, aufgeben tun wir mal noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit und wir sehen sie nur noch nicht. Und ich rufe mal kurz die Deckliste auf. Also von unserer Seite raus, wir haben schon beide Zauberschläger benutzt, oder? Mhm. Weil der kann direkt angreifen. Ja gut, Lancelot kann natürlich direkt angreifen, aber kriegt nicht viel, allzu viel Schaden raus. Gut, wird was, aber nicht übermäßig viel. Ein bisschen was, aber... Das finisht uns jetzt wieder nicht. Ja, was macht er gerade? Nein. Aber
er wird auf jeden Fall genug haben, um unsere Viecher drüber zu rennen. Und wenn er jetzt nicht vollkommen bescheuert ist und nicht in, Titanial reinrennt, ja. Andere Sache. Wir kriegen mit Melia ja easy die nächste. Mhm. Das ist die Frage, was genau macht man dann mit der? Wir könnten für Felgrand gehen. Nee, Quatsch. Als Targeten können wir ja auch nicht mehr. Gott, ist das ein Käse. Also wenn ich fürchte, wir müssen das surrendern. Ja. Wenn der jetzt nicht super unvorsichtig wird, haben wir keine Chance mehr, das zu gewinnen. Ja, müssen wir leider surrendern. Ja. Ich sehe keine Möglichkeit. Nein, es gibt keine Möglichkeit mehr. Das hat er gewonnen. Ja. Der braucht einfach nichts mehr zu machen und warten, bis wir nichts mehr haben. Weil selbst wenn wir Lancelot rufen, angenommen, wir würden das tun. Wir müssen nur zwei Effekte aktivieren und das wäre es gewesen. Ja, weil der kann ja nur direkt angreifen, solange er Exis-Material hat. Abgesehen davon, dass er halt einfach mit Schuberta drüber rennt. Das stimmt auch wieder. Okay. Ja, dann kannst du rendern. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wie schon gesagt, kein Raigeki. Gut, da Schnappschall nicht mehr drin, das können wir nicht angreifen, weil ist ja eh verboten inzwischen. Ja. Ansonsten Spore. Ja. Obwohl ich weiß gar nicht, hätte es. Hätte es eine Möglichkeit gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es mit Synchro irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, daran vorbeizukommen. Überleg gerade. Beziehungsweise wäre sowas wie ein. Nee, Quatsch, auch den kommt nicht gescheit. Trotzdem muss Spore rein. Ja, und Glow-Up. Wofür ist das Ding denn auf 1? Ganz ehrlich, ich wüsste gerade auch kein Viable Synchro-Monster, auf das wir gescheit gekommen wären. Das durch die Kombi durchgegangen wäre. Ja. Na klar, sowas wie Tech-Genos macht Gladiator wäre durchgekommen, aber wer hat den bitte? Ja. Also mir fällt jetzt auch eigentlich gerade nur eine einzige Karte ein, die da durchgekommen wäre, und das ist Trivial. Ja. Aber den geht hier ja nicht. Der braucht A Stufe 4er und B Lichtmonster. Ja. Braucht Lichtmonster? Ja, der braucht Lichtmonster. Nee, der braucht exakt Sternritter. Also der braucht exakt Stellar Knights. Deltaros, der war der, den du mal spielen konntest. Ja, ich glaube, Deltaros braucht sogar nur allgemein einfach drei Monster. Der braucht einfach nur drei Vierer. Ja. Deswegen ist sein Effekt auch nicht so overpowered wie der von Trivial. Egal. Oder Triheaver, wie er jetzt heißt. Ja. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, die Folge geht eh schon lang genug. Ja, also da wären wir. Also mit diesem Deck war da keine Chance durchzukommen. Klammer auf, selbst mit unseren vorgeschlagenen Änderungen wären wir durch die zweite Kombo nicht mehr durchgekommen, weil da hätte auch Ergeke nicht mehr funktioniert. Ihr könnt ja mal hätten wir mit den Änderungen es überhaupt so weit kommen lassen? Ja. Weil Staple sind ja halt auch keine drin, was die Fallen angeht. Also ja, so eine Warnung. Hier in diesem Deck befindet sich absolut keine Art von Hard Removal. Ja. Removal? Ja, Art Removal, Zero. Nicht mal Zwangseva. Ja, und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob Heliopolis targetet. Hätte jetzt nichts mehr geändert, aber interessant zu wissen wäre es halt mal. Ja, mit dem würde man halt zumindest an der reinen Aria vorbeikommen. Ja, also ich weiß es einfach nicht. Achso, klar, noch ein anderes Monster, das daran vorbeigekommen wäre. Tiaramisu. Die wäre daran auch vorbeigekommen. Targetet die nicht? Nee, die targetet nicht. Wenn die nicht targetet Heliopolis aber auch nicht. Eben, deswegen, das war ja auch überhaupt erst die Grundidee, warum ich drauf gekommen bin. Also ich bin mir zumindest zu 99% sicher, dass Tiaramisu nicht targetet. Okay, ja, dann geht Heliopolis auch. Ja. Stimmt, die wäre auch dran durchgekommen, aber wieder, die hätten wir ebenfalls nicht rufen können. Ja. Zurück zum Deck. Das kriegt so, wie es ist, 11 Punkte. Ja. Einer Tipp. Wenn wir euch Tipps zur Verbesserung, haben die meistens Gründe. Und wenn ihr uns dann ein Deck überarbeitet schickt, aber dabei die Sachen ignoriert, die wir euch empfehlen, ist das irgendwie witzlos. Ich habe das andere nicht mehr im Kopf, aber wenn da kein Raigeki drin war, haben wir den garantiert empfohlen. Und
Wenn keine Spore drin war, haben wir die wahrscheinlich auch empfohlen. Doch, das weiß ich, dass wir die empfohlen haben. Okay. Und Glow Up haben wir auch empfohlen. Ach so. Und natürlich die dritte Lohnfeier muss jetzt rein. Ja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass das dass sie noch nicht erlaubt war, als er das Ja, Ding gebaut hat. klar, aber trotzdem Aber muss sie rein muss jetzt sie jetzt, rein. ja. Und ich schätze mal, mit den Änderungen wäre es auch locker ein 12er Deck geworden. Ja. Gut. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich hab's nicht mehr